In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Liebe Schwestern, liebe Brüder, herzlich begrüße ich Sie hier im Hohen Dom von nah und fern und die vielen, die mit uns in Gebetsgemeinschaft stehen an diesem Morgen über die Medien. Eine große Gemeinschaft, die der Herr zusammengerufen hat, damit wir ihn in die Mitte nehmen. So wie er, so schildert es das Evangelium, dieses Kind in die Mitte stellt, damit die Jünger lernen, was wichtig ist. Zu Beginn dieser Feier wollen wir uns besinnen, fragen, was wir in die Mitte unseres Lebens stellen. Fragen, was in Gesellschaft und Kirche, im öffentlichen Leben in die Mitte gestellt wird. Denn von daher ergeben sich Entwicklungen und Fehlentwicklungen im Kleinen und im Großen. Von daher, was in der Mitte unseres Lebens und unserer Gesellschaft steht, wächst sie oder verdirbt sie. Wollen wir zu Beginn dieser heiligen Feier den Herrn, der uns kennt, der unser Heiland ist, um Erbarmen bitten. Tu nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Thank you.
Oremus. Deus qui sacre legis omnia constituta in tua et proximi dilectione posuisti, da nobis ut tua precepta servantes ad vitam meriamur pervenire perpetuam, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui in unitate Sancti Spiritus,
tecum vivit regnat per omnia saecula saeculorum. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen: Lasst uns dem Gerechten auflauern. Er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. Er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor und beschuldigt uns des Verrats an unserer Erziehung. Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. Ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes? Dann nimmt sich Gott seiner an und entreißt ihn der Hand seiner Gegner. Roh und grausam wollen wir mit ihm verfahren, um seine Sanftmut kennenzulernen, seine Geduld zu erproben. Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen. Er behauptet ja, es werde ihm Hilfe gewährt. Wort des lebendigen Gottes. Ein Schild für mich, du richtest mich auf, du meine Hilfe. Du bist ein Schild für mich, du richtest mich auf, du meine Hilfe. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen. Verschaff mir Recht mit deiner Kraft. Gott, höre mein Flehen, vernimm die Worte meines Mundes. Erheben sich gegen mich stolze Menschen, freche Leute trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Doch Gott ist mein Helfer, der Herr beschützt mein Leben. Bringe ich dir dann mein Opfer dar und lobe deinen Namen, Herr, denn du bist gütig. Der Herr hat mich herausgerissen aus all meiner Not und mein Auge kann auf meine Feinde herabsehen. Lesung aus dem Jakobusbrief. Brüder und Schwestern, wo Eifersucht und Ehrgeiz herrschen,
da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art. Doch die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedlich, freundlich, gehorsam, voll Erbarmen und reich an guten Früchten. Sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. Wo Frieden herrscht, wird von Gott für die Menschen, die Frieden stiften, die Saat der Gerechtigkeit ausgestreut. Woher kommen die Kriege bei euch? Woher die Streitigkeiten? Doch nur vom Kampf der Leidenschaften in eurem Innern. Ihr begehrt und erhaltet doch nichts. Ihr mordet und seid eifersüchtig und könnt dennoch nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden. Wort des lebendigen Gottes. Das Evangelium hat Gott uns berufen zur Herrlichkeit Jesu Christi, unseres Herrn. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kapharnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie:
worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Verbum Domini. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie aber verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ein eigenartiger Satz, der im Fluss der Worte leicht untergeht. Jesus spricht mit den Jüngern über sein Leiden, den Tod, seine Auferstehung nach dem Tod. Sie aber scheuten sich zu fragen nach dem Sinn seiner Worte. Sie hatten Angst zu fragen. Weshalb denn? Weshalb scheuten sie sich zu fragen? Weshalb hatten sie Angst zu fragen? Wie ist es bei Ihnen? Erleben Sie schon einmal Situationen, in denen Sie sich scheuen zu fragen oder gar Angst davor haben? Da mag es sein, dass Sie wissen, dass der, den Sie fragen wollen, keine Fragen zulässt, vielleicht sogar heftig negativ darauf reagiert. Eine Autorität, ein Vorgesetzter, Eltern, Kinder. Fragen gibt es nicht, Fragen braucht es nicht. Was ich sage, ist klar und alles, was jenseits des von mir Gesagten liegt, das braucht dich, das braucht sie nicht zu interessieren. Wir wissen, dass eine Kultur, in der die Frage niedergehalten wird, verkümmert. Wir wissen natürlich auch, dass es anstrengend ist, immer wieder auf dieselben oder ähnliche Fragen zu antworten oder überhaupt immer wieder nach Dingen gefragt zu werden, die für einen selbst selbstverständlich unmittelbar einleuchtend sind. Und dann gibt es gewiss auch die Situation, dass ich den Eindruck habe, der, der mir die Frage stellt, will mir damit eine Falle stellen. Die Frage zielt nicht auf ein mehr Wissen, ein mehr Verstehen, ein mehr Verständnis,
sondern sie zielt darauf, mich fertig zu machen. Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen: Lasst uns dem Gerechten auflauern. Die Kultur von Frage und Antwort, gerade wo es um wichtige Dinge geht, lebt von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Lauterkeit. Von dem, was Früchte der Weisheit von oben sind, Jakobus schreibt in seinem Brief davon. Denn diese Weisheit von oben ist unparteiisch und heuchelt nicht. Jesus zeigt oft genug, dass er auf Fragen antwortet, auch auf die Fragen der Feinde, auch auf Fragen jener, die ihm eine Falle stellen wollen. Und da auf dem Weg durch Galiläa, da wollte er sie ja über etwas belehren, nämlich über das, was geschehen wird, über sein Geschick, das doch auch mit ihnen, den Jüngern, zu tun hat. Sie sind doch die Jünger, die bei ihm sind. Wie könnten da die Jünger denken, dass er auf Fragen der Seinen, die er auf dem Weg doch mitnehmen will, ärgerlich reagieren würde? Sie scheuten sich, ihn zu fragen. Liegt es daran, dass sie nicht dumm dastehen wollen? Auch so etwas ist vielen von uns sicher nicht fremd. Wenn ich in der Schulklasse bin und irgendwie den Eindruck habe, alle verstehen es, nur ich nicht, dann will ich die innere Beschämung, die ich ohnehin schon empfinde, nicht noch durch etwas verschärfen, was eine äußere Demütigung werden könnte. Und das zieht sich auch hinein in das Erwachsenenalter. Wie viel Angst gibt es, beim einen mehr, beim anderen weniger, bloßgestellt zu werden, vor den Freunden, in der Ehe, in der Politik, in der Gemeinde, im Verein, in der Kirche, dumm dazustehen. Auf der anderen Seite wissen wir, das ist nicht der richtige Weg. Wenn die Frage an den Lehrer, wenn es ein guter Lehrer ist, der auch nicht auf alles eine Antwort haben mag, wenn die Frage an den Lehrer mir erspart, in der Klausur zu scheitern, dann gilt das noch mehr für die großen Fragen oder größere Fragen, später. Stell die Frage auch auf die Gefahr hin, einmal nicht brillant dazustehen. Das erfordert Mut. Es erfordert auch die Fähigkeit, die eigene Frage zu stellen. Den Fragehorizont in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kirche zu durchbrechen. Wie viele gibt es, die denken, sie würden eigene Fragen stellen und es sind bei näherem Hinschauen nur die vorproduzierten Fragen in Goldpapier, die man auf den Wohnzimmertisch der Gesellschaft gelegt hat. Sie scheuten sich, ihn zu fragen. Wohl nicht, weil sie Angst hatten, dumm dazustehen. Immerhin verstand nicht der eine oder andere nicht. Sie verstanden nicht. Also hätten sie doch gut eine Frage stellen können. Es hätte sie auch weitergebracht. Dem, der nicht versteht, kann geholfen werden von dem, der versteht. Aber dann, liebe Schwestern und Brüder, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Sie scheuten sich, ihn zu fragen.
weil sie gar nicht mehr wissen wollten. Sie scheuten sich, ihn zu fragen, weil sie nicht mehr verstehen wollten, weil sie sich damit mit dem, was er sagte, nicht weiter befassen wollten, weil es unbequem war, kantig, vielleicht sogar schmerzte. Fragen sind gefährlich, weil es Antworten geben kann. Wer fragt, riskiert eine Antwort. Eine Antwort vielleicht, die zum Nachdenken nötigt, zum Umdenken, zu einem anders Leben. Wenn ich spüre, dass es in der Familie oder sonst im Miteinander Schwierigkeiten gibt, die mit mir zu tun haben, verlangt es wieder Mut, ehrlich die Frage zu stellen, was läuft nicht? Beim anderen gewiss auch die Bereitschaft, mit der Weisheit von oben friedlich und freundlich zu antworten. Die Frage ist riskant, weil sie mein Leben berührt. Aber andererseits, liebe Schwestern und Brüder, ist das Leben der Fraglosigkeit, wo Fragen da sind, eine Lüge, die von innen her das Fundament angreift, worum immer es sich handeln mag. Die Jünger wollten nicht mehr wissen. Sie wollten bei ihrem Denken bleiben, sich nicht stören lassen. Sie hatten Angst davor, mehr zu verstehen. Es ist kein Zufall, dass sie unterwegs, nachdem sie sich zu fragen scheuten, darüber redeten, wer von ihnen der Größte sei. Hier stellt Jesus eine Frage: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und sie schwiegen, weil sie genau wussten, dass ihr Lebensthema, wer ist denn jetzt der Größte, mit dem, was Jesus ihnen über sein Leben gerade gesagt hatte, nicht zusammenkam. Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Das hören wir oft, vielleicht sagen wir es auch, aber wir wissen es auch, wie schwierig es ist, das für das eigene Leben umzusetzen. Wer der Erste sein will, wer vor mir, vor Jesus Christus, vor dem Herrn etwas gelten will, der muss lernen, den letzten kleinen Geringen in die Mitte zu nehmen. Wir dürfen die Frage nach dem Größten in unserer Mitte durchaus stellen, unter uns. Aber eine Antwort finden wir nur, wenn wir den finden, der die Mitte nicht mit seinem Ich anfüllt, sondern in der Mitte Platz lässt, um anzunehmen und aufzunehmen, den Reichen und den Armen, den Klugen und den nicht so Klugen, den Linken und den Rechten, den Geschickten und den Ungeschickten. Den Größten unter uns finden wir, wenn wir den finden, der in der Mitte Platz lässt, für den Kleinen und Geringen, auch wenn der Kleine und Geringe sich groß fühlt. Jesus nach seinem Leben zu fragen, ist riskant. Die Jünger damals wussten es und sie scheuten sich, ihn zu fragen. Und wir wissen es auch, dass es riskant ist, ihn mit ehrlichem Herzen zu fragen, weil es von uns verlangt,
neu zu denken. Mit seiner Hilfe kann es uns gelingen, aber nur mit ihm. Amen.
Unser Herr Jesus Christus hat sich auf den letzten Platz gegeben, um uns zum Vater zu führen. Ihn rufen wir an. Wir bitten für alle, die aufrichtig nach dir suchen. Christe audinus. Christe ex audinus. Für alle, die deine Botschaft hören und verkünden. Christe audinus. Christe ex audinus. Für alle, die sich für eine Erneuerung der Kirche einsetzen. Christe audinus. Christe audinus. Für alle, die sich in eine hintere Reihe stellen, um anderen den Vorrang zu überlassen. Christe audinus. Für alle, die Schweres zu tragen haben. Christe audinus. Christe audinus. Für alle, die sich um Frieden bemühen. Christe audinus. Herr, unser Gott, erhöre unsere Bitten und Anliegen, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen, durch Christus, unseren Herrn. Herr, schenke uns Lebenden deine Gnade, unseren Verstorbenen schenke die ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Die heutige Kollekte unterstützt die Arbeit der Caritas bei der Entwicklung alternativer Wohnformen zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit. Wir danken Ihnen dafür für Ihre Spende. Vergelt's Gott.
Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae suae sancte. Munera quesumus Domine, tue plebis propitiatus assume, ut que fidei pietate profitentu, sacramentis celestibus apprehendant, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Sozum coda. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, in quo vivimus, movimur et sumus, atque in hoc corpore constituti, non solum pietatis tuae quotidianus experimur effectus, sed aeternitatis etiam ignoraiam tenemus. Primitias enim spiritus habentes, qui suscitavit Iesum a mortuis, paschale mysterium, speramus nobis esse perpetuum. Und et nos tibi gratias agimus, et tuas virtutes, cum angelis predicamus dicentes. Thank you.
Vere sanctus est Domine, et meritu te laudat omnis a te condita creatura, quia perfilium tuum, Dominum nostrum Jesum Christum, Spiritus sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut asodis ortu usquad occasum, oblatio munda, offeratur nomini tuum. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut hec munera quae tibi sacranda ditulimus, iodem spiritu sanctificare digniris, ut corpus et sanguis fiant filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili motu postquam senatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in miam commemorationem. Mysterium fidei. Memores igitur Domine, e justem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in coelum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias offerentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue et agnoscens hostiam, cuius voluistia immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine filii tui refitsimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christum. Ipse nos tibi perfitiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Joseph, eius Sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et Gloriosis Martyribus, cum Sancto Pio et Omnibus Sanctis, quorum intercessione perpetuo apote confidimus adiuvari. Hec hostia nostrae reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem, atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra in fide et caritate per firmare digniris, cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Rainerio, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitiones
acquisitionis tue. Votis suius familie, quam tibi astare voluisti, adesto propitius. Omnes filius tuos, ubique dispersus, tibi clemens pater, miseratus coniunge. Fratres nostros defunctus, et omnes qui tibi placentis, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perennita satiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta lagiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Wir sind Gottes Kinder, die er liebt. Er ist der gute Vater, der sich um uns sorgt, der jeden Einzelnen immer wieder in die Mitte stellt. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et da peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi. Ehrgeiz, Eifersucht und Neid schaffen Unordnung und Unfrieden, widersprechen der Weisheit von oben, widersprechen dem Herrn, der jetzt in unserer Mitte ist und uns seinen Frieden geben will. Domine Jesu Christi, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tui, iamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare dignis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Gebt euch ein Zeichen seines Friedens.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.
Oremus. Quos tuis Domine refici sacramentis, continuis atolle benignus auxilis, ut redemptionis effectum et mysteris, capiamus et moribus, per Christum Dominum nostrum. Folgendes sei noch bekannt gegeben. Herzlich laden wir Sie ein zur Chorvesper heute Abend um 18 Uhr. Am Donnerstag beginnt die diesjährige Domwallfahrt. Wir laden besonders herzlich ein zur Teilnahme, vor allen Dingen zu den Abendmessen, jeweils um 18.30 Uhr. Am Donnerstag und Freitag auch zu den abschließenden Abendveranstaltungen. Das gesamte Programm der Wallfahrt hängt in den Schaukästen aus und ist im Internet unter domwallfahrt.de zu finden. Am kommenden Sonntag um 10 Uhr feiert Herr Kardinal Wölki das Pontifikalamt zum Weihefest der Hohen Domkirche. Die Domwallfahrt endet am kommenden Sonntag um 17 Uhr mit einer feierlichen Chorvesper. Aus diesem Grund entfallen die Abendmesse um 17 Uhr sowie die Chorvesper regulär um 18 Uhr. Vor dem Schlusssegen noch ein herzliches Dankeschön an das Vokalensemble am Kölner Dom unter Leitung von Professor Metternich, der diesen Gottesdienst festlich mitgestaltet hat und auch unsere Seelen, denke ich, mit nach oben gezogen hat. Dank auch an Sie alle, die mitgebetet haben und die weiter mitbeten, bitten wir den Herrn um seinen Segen für uns, dass wir neu und besser zu fragen lernen und dass wir freundlich und friedvoll zu antworten verstehen, damit Friede in unseren eigenen Herzen, in den Familien, in unserem Land und auch in der Welt wachsen kann. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.